weit abgelegen im Taunus. Da machen sie Kunst. Zerbrechliche Kunst. Wie mit Licht gemalt. Hier ist eine der kreativsten Künstlerwerkstätten der Welt. Noch immer arbeiten sie dort wie ihre Vorfahren, nur viel moderner. Sie bauen an einer Welt aus Glas. In diesem Atelier in Taunusstein, bei den Derix Glasstudios. Jessie ist erst 18 und macht tatsächlich schon große Kunst. Gerade arbeitet sie an einem klitzekleinen Teil eines riesigen Kirchenfensters von James Rizzi. Das ist genau ihr Ding. Ich mag das. Ich hatte das damals auch in der Schule gehabt und ich finde die Kunst von ihm einfach voll schön. Ich finde die Muster einfach so geil und man erkennt das immer, dass er das gemalt hat. Er hat das ist irgendwie dieses so, ja, halt speziell gezeichnete, wo die das besprochen haben. Wo welche Farbe hinkommt. Und ich habe die ganze Zeit überlegt gehabt, wer ist denn das jetzt? Das ist ein Fenster aber irgendwo her. Ja, das ist der Rizzi. Ah, ja, stimmt. Typisch James Rizzi. Knallbunt, fröhlich. Das Markenzeichen des US-amerikanischen Pop-Art-Künstlers. Er starb 2011, aber seine Kunst ist quicklebendig. Und hier bei Derix in Taunusstein bauen sie gerade Teile eines Kirchenfensters auf, um zu sehen, ob tatsächlich alles passt. Scheibe für Scheibe. Längst ist noch nicht alles fertig und Jessie, die Auszubildende, löst gerade Folien von einem Glas, das später einmal mit einer Airbrush-Spritztechnik bemalt wird. Die Derix Glasstudios in Taunusstein sind eine wahre Wunderkammer voller Glas. In diesem Atelier haben sie das berühmteste Glaskunstwerk unserer Zeit geschaffen. Das Fenster von Gerhard Richter für den Kölner Dom. Die Kunstwelt schwärmt von dieser Arbeit. Doch kaum einer weiß, dass nicht nur Gerhard Richter, sondern auch Derix dahinter stecken. Stück für Stück wurde das Fenster hier in Taunusstein gefertigt und dann im Dom eingesetzt. Derix baut mal für Kirchen, mal für Flughäfen. Eine Lounge in Hongkong. Eine ganze U-Bahn-Station in Taiwan. Derix setzt kühnste Kunst in Glas um. Dafür kommen Künstler aus aller Welt in die Derix-Ateliers nach Taunusstein. Max Uhlich. Es ist wie Ein- und Ausatmen, aber mit großer Intensität. Ich will nicht sagen ins Ekstatische. Sehr streng kontrolliert, obwohl es so aussieht, als sei es gerade das nicht. Auch er malt an einem Kirchenfenster. Es sind die größten Kirchenfenster in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Max Uhlich malt alles von Hand. Seit Monaten schon. Um seine Ideen in Glas zu übersetzen, hat er bei Derix einen persönlichen Assistenten, Rami Schulz. Glasmalerei arbeitet mit Licht. Immer und immer wieder kontrollieren der Künstler und sein Assistent darum die Arbeit vor Licht, im sogenannten Turm von Derix, einem riesigen Spezialfenster, vor das man die bemalten Gläser bauen kann.
Eine derart farbenreiche Glasmalerei wie die von Max Ohlich ist nämlich äußerst speziell. Jede Farbe muss einzeln im Ofen auf das Glas gebrannt werden. Und genau das ist tückisch. Um so eine reichhaltige Malerei darzustellen, braucht man verschiedene Ebenen an Farben, die aufeinander liegen, die aber einzeln eingebrannt werden müssen. Um halt eine Farbe darzustellen, muss man sie bei 600 Grad circa einbrennen. Dann steht sie auf dem Glas, ist fest miteinander verbunden und kann erst dann wieder eine Farbe auftragen, um die Farbe drunter nicht wieder anzulösen und damit wieder zu verwischen. Farbe darstellen. So nennen sie es, wenn sogenannte Schmelzfarben beim Brennen in das Glas eindringen. Diese Art von Glasmalerei ist traditionell. Max Ohlich malt mit so einer Schmelzfarbe. Sie sieht aus wie Matsch. Das ist jetzt das sogenannte Silbergelb, was spiegelverkehrt auf die Rückseite aufgetragen wird. Man muss sich vorstellen, dass dieses Dunkelbraun, dieses Schokoladenbraun, also Milchschokolade, sagen wir mal, dass das übermorgen hellgelb bis ocker ist, wenn das angeschmolzen ist. Der Matsch ist im Prinzip nur der Träger für die Farbpigmente. Bevor die einzelnen Scheiben in den Ofen kommen, putzt Rami Schulz sie noch einmal gründlich. Natürlich die nicht bemalten Seiten. Dann kommt Stück für Stück auf die Tragfläche eines der riesigen Öfen. Genau so wie später im Original am Fenster. So weiß der Glasmaler, dass auch tatsächlich alle Teile da sind. Es ist mühsame Kleinarbeit. Rami Schulz hat ein ganzes Team um sich. Man könnte meinen, die richtige Arbeit beginnt erst jetzt, nach dem Malen. Allein das Putzen ist eine Sisyphusarbeit. Und das ist noch nicht alles. Das muss man dann wegputzen, weil das sonst einbrennen würde auf die Oberseite des Glases. Weil wir malen ja jetzt spiegelverkehrt und später malen wir auf die Vorderseite, das ist dann die Rückseite, auf die Vorderseite des Glases die ganzen Farben schwarz, rot, blau und grün drauf. Ja. Und wenn das jetzt einbrennt, brennt es in den Überfang und in das Glas ein und würde das die Struktur und die Oberfläche des Glases ein bisschen stören. Überfang, so heißt in Glasfachsprache die Farbschicht auf dem Glas. Wenn alle Teile richtig gelegt sind, werden sie über Nacht gebrannt. Die Nacht ist die Zeit der brennenden Öfen bei Derix. Am nächsten Morgen sieht die Matschfarbe Silbergelb dann tatsächlich so leuchtend schön aus. Unweit der Werkstatt haben sie derweil anderes zu tun. Die das Imperium Derix so groß gemacht haben. Familie Derix. Sie mit Rasen. Er sitzt immer noch im Büro und unterstützt die Firma. Wilhelm Derix. Ich musste ja von Anfang an mithelfen. Wir sind damit geboren, meine Geschwister und ich. Das ging dann so weit, dass mein Vater mir gesagt hat, du bist kräftig genug, du weißt, wie es geht. Also Taschengeld kriegst du keins. Du kannst dir ja von deinen 6 Wochen Ferien, kannst ja 3 Wochen in der Firma arbeiten und dann kriegst du dafür Geld. Und auch davon hat er mir nur die Hälfte ausbezahlt, weil er sagt, die andere Hälfte wird aufs Erbe angerechnet. Das kriegst du dann später. Das Buch ist nie wieder gefunden worden, als mein Vater starb, wo das alles eingetragen war. Ich weiß es noch heute. Und dadurch habe ich das gekonnt. Vor 150 Jahren hat sein Urgroßvater in Goch am Rhein das Glasbauunternehmen gegründet. Später zog man nach Kevela am Niederrhein. Der Papst selbst hat bei Derix Fenster für den Vatikan bestellt. Die haben ihm so gefallen, dass er Wilhelm Derix den Silvesterorden verliehen hat. 1908 war das. Von nun an durfte sich Derix päpstliche Hofglasmalerei nennen. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es noch einmal päpstliche Ehre bei der Sanierung des Kölner Doms.
Seitdem wächst das Unternehmen. Es ist europaweit eines von drei Studios, das spezialisiert ist auf künstlerische Glasgestaltung, also Kunst aus Glas. Diese Familientradition führt nun seit 2011 Rainer Schmidt als Geschäftsführer zusammen mit Barbara Derichs fort. Rainer Schmidt bringt das Erfolgsrezept von Derichs ziemlich genau auf den Punkt. Wir sind sehr speziell in dem, was wir hier tun, in allen Techniken mit unseren Mitarbeitern und auch die ganze Truppe, auch in der Geschäftsleitung, Geschäftsführung, im Außendienst. Wir sind keine, die auf den Markt rumpeln. Wir, glaube ich, bestechen durch unsere hohe Qualität, auch unsere Bescheidenheit, die dem Künstler zu seinem Weltruhm verhelfen soll oder Ruhm allgemein. Rainer Schmidt hat viel vor. So soll die Firma in 15 Jahren aussehen. Ein futuristischer Quader aus Glas, in dem Kunst und Architektur aus Glas gefertigt werden sollen. Ihm zur Seite steht Barbara Derichs, die Tochter des ehemaligen Firmenchefs. Sie arbeitet mit den Künstlern im Atelier, direkt. Der Japaner Jun Kaneko ist zu Besuch, um seine neueste Arbeit durchzusprechen. Das ist für ein Cancer Center in den USA und das ist ja ein Krebszentrum. Und der hat jetzt praktisch Chromosomen entworfen, die bis hier normal sind. Und ab da sind das Krebschromosomen nur, der wusste das beim Entwerfen überhaupt nicht. Das ist praktisch durch einen Zufall entstanden. Und jetzt haben sie rausgefunden, dass die ganzen Aluminiumrahmen und alle dekorativen Elemente in den Fenstern im Gebäude auch diese Chromosomenstruktur haben. Und das ist unabgesprochen und sowas finde ich immer so rasend spannend. Einen Raum weiter schneiden sie Glas wie am Schnürchen. Eine der elementaren Techniken der Glaskunst. Roland Prahl ritzt mit einem Glasschneider eine Kerbe in die Glasoberfläche. Da ist ein kleines Rädchen dran hier. Das ist ein Hartmetallrädchen, das wird geschmiert durch dieses Petroleum ist das in dem Fall. Und es hat auch Auswirkungen auf den Schnitt. Man sagt, dass der Glasschneider sich einstellt auf den Benutzer. Und das ist halt ein ganz privates Werkzeug. Also ich kann es nicht leiden, wenn jemand meinen Glasschneider nimmt und damit einen Schnitt macht. Er schneidet also das Glas nicht ab, sondern ritzt es nur ein. Die Physik des Glasschneidens ist immer noch nicht so ganz endgültig geklärt. Aber Fakt ist, dass halt eine Spannung im Glas entsteht entlang dieser Kerbe, die halt dann, wenn das Glas belastet wird, den Bruch leitet. Roland Prahl arbeitet gerade an drei Fenstern für ein privates Appartement in Paris. Prahl hat keine Ahnung, wie die Wohnung aussieht. Die Fenster werden jedenfalls riesig und außergewöhnlich bunt. Sie bestehen aus lauter spitzen Dreiecken und Rhomben. Und genau das ist die Krux. Also wenn ich versuche, so einen spitzen Winkel zu schneiden mit einem Glasschneider, dann haut mir der Schnitt ab und die äußerste Spitze bricht ab. Deswegen schneide ich immer so eine kleine Nase ran. Hier. Und die wird dann später weggeschliffen. Hier ist tatsächlich Perfektion gefragt. Bis auf einen halben Millimeter genau müssen die Gläser korrekt geschliffen sein. Es sieht einfach aus, aber es ist und bleibt nun mal zerbrechliches Glas. Die Zerbrechlichkeit des Glases ist natürlich auch das, was unseren Beruf so interessant macht. Es geht auch ab und zu mal was schief. Das ja natürlich beim Schneiden oder auch wenn ein Stück schon fertig ist, dass irgendwas mit passiert beim Einbau, das ist noch ein Risiko. Also das ist auch die Zerbrechlichkeit des Materials, was das alles so spannend macht. Aber vor allem ist es das Licht, das das Glas erst zum Leben erweckt, ihm die richtige Farbe gibt. Auflicht und Durchlicht. Also wenn jetzt hier ein Fenster auf dem Tisch aufgebaut wird, dann sieht das ganz anders aus als nachher am Fenster. Und man kennt natürlich die Gläser. Also ich weiß das auch schon vorher, dass dieses Glas eben am Fenster nicht so rosa aussieht, wie es hier auf dem Tisch aussieht. Auch diese Farben hier zum Beispiel, das ist nicht so dunkel am Fenster, als wie wenn es auf dem Tisch liegt. Das Glas, mit dem er arbeitet, ist ein besonderes. Es ist mundgeblasen, sogenanntes Echt-Antikglas. Es wird extra für Derichs angefertigt, 500 Kilometer südöstlich entfernt, an der tschechischen Grenze. Waldsassen in der Oberpfalz. Waldsassen ist berühmt für sein Kloster und für sein mundgeblasenes Glas. Das wird in der Glashütte Lamberts seit über 70 Jahren hergestellt.
Die Hütte ist eine wahre Hexenküche. Hier machen sie mundgeblasenes Glas in Tausenden von Farben. Lamberts ist darin konkurrenzlos auf der ganzen Welt. Es ist spät am Abend. In der Nacht, da wird das Glas geschmolzen und gefärbt. Marcel Kempke ist der Schmelzmeister, der einzige hier. Bis tief in die Nacht wird er die Glassuppe färben, wie jeden Tag, 365 Tage im Jahr. Kempke kennt an die 5000 Farbrezepte. Er hat sie alle im Kopf, im Gefühl, alles sehr geheim. Das geht einfach nicht, dass man sagt, man lässt jetzt beispielsweise durch einen Computer berechnen oder so. Das geht einfach nicht. Das geht alles noch per Auge, da wo man sagt, dass die Erfahrung mit damit spielt. Also wie im Mittelalter. Weil Kempke beide Hände zum Rühren braucht, hält er seinen Augenschutz mit den Zähnen fest. Dass ich keine Hand dafür brauche, weil ich durch das Blasen keine Hand frei habe. Deswegen habe ich extra, ist dann auch wie so ein Schnabel dran, dass ich einfach nur drauf beißen kann. Also wie meine dritte Hand. Nach Stunden nimmt der Schmelzmeister erste Proben aus der Glassuppe. Zapfen ziehen nennt man das. Er zieht einen langen Glasfaden, lässt ihn erkalten, um dann zu sehen, wie die Farbe kommt. Grün. Nur er weiß, welches Grün. Das habe ich dann von meinem Vater gelernt. Ich habe 10 Jahre dafür gebraucht. Und ja, es war nicht leicht. Nicht leicht, sowas am Anfang zu lernen. Also gewisse Farben kann jeder machen. Aber so bestimmte Farben, da beißen sich viele die Zähne dran aus. Sagt es und verschwindet in seine Farbkammer. Mehr darf er von seinem Geheimnis nicht preisgeben. Das Glas kocht bei 1400 Grad, bis die Glasbläser um 3:30 in der Frühe kommen. Jeder wird an diesem Morgen 93 große Glaszylinder blasen, sogenannte Walzen. Genau so viel her gibt jeder Hafen, so nennt man den Glasschmelzofen. Es ist ein Spektakel wie aus dem Mittelalter. Irgendetwas zwischen Höllenfeuer und Zaubershow. 6 Stunden dauert die Schicht von Andreas Nickel. Dann hat er Feierabend. Das hat mein Vater schon gemacht, mein Opa. Jetzt mag's ich. Und das ist einfach Faszination. Das kann nicht jeder. Und das ist einfach die Liebe zum Glas. Die Teams arbeiten ohne Worte. Alles geht Hand in Hand. Es ist eine einzige große Choreografie. Ein Tanz ums Glas. Lamberts stellt weltweit die größten Tafeln an mundgeblasenem Glas her. Am Ende entsteht aus dieser riesigen Walze eine Tafel von 60 x 90 cm. Wie groß die Walzen sein müssen, das haben die beiden Männer im Blut. Sind die Walzen erst einmal erkaltet, werden sie nach wenigen Stunden wieder erhitzt. Und im wahrsten Sinne gebügelt. Jede Walze oder jede Tafel ist ein Unikat. Es wird keine zwei Tafeln gleich geben. Und es ist halt eine Handarbeit, es ist halt auch die unterschiedliche von der Stärke ist normal. Es ist nicht jede Tafel gleich, eben weil es Handarbeit ist. Genau das macht das echt Antikglas von Lamberts aus. Die Transparenz oder der Glanz von den Farben. Das wird man mit einem normalen Glas nie hinbekommen, sondern einfach wirklich bloß mit mundgeblasenem Antikglas. Über 3500 Farben hat Lamberts im Sortiment. Für die Glaskünstler von Derix ist das ein wahres Paradies. Wir haben hier bei uns 1500 Glastöne. Dort in der Hünde liegen auch nochmal 1500 bis 2000 Glastöne.
Der Künstler liegt oft dazwischen und wir bekommen tatsächlich von der Hütte Lamberts das Glas so hergestellt, wie wir es brauchen. Im Falle des Pariser Fensters sind unzählige Weißtöne von Lamberts im Spiel und kühne Rottöne. Roland Prahl setzt das Farbpuzzle nun zusammen und braucht dafür eine spezielle Klebermischung. Naja, Geheimkleber ist es nicht. Der wird mittlerweile als Glaskleber auch vertrieben. Aber wir haben den damals entdeckt für unsere Zwecke. Das ist eigentlich ein Material, was für was ganz anderes gedacht ist, nämlich in der Elektronikindustrie als Vergussmaterial. Und ein Mitarbeiter von uns hat das damals auf einer Messe gesehen und hat sich gedacht, da kann man vielleicht Glas mitkleben. Das haben wir dann ausprobiert und das war erfolgreich. Allerdings erst nach langen Testreihen und mit modifizierter Rezeptur. Der fängt jetzt in dem Moment, wo die beiden Komponenten gemischt sind, fängt er schon an, hart zu werden. Ne? Allmählich. Also man hat schon ein gewisses Zeitfenster, aber man darf dann auch nicht trödeln. Ne? Normalerweise werden Glasfenster nach alter Tradition verbleit, so wie Bleiglasfenster in Kirchen. Aber hier bei den Pariser Fenstern ist ausdrücklich kein Blei gewünscht, also werden die Fenster geklebt. Präzision ist hier wieder einmal alles. Dann kommt der Derix Spezialkleber zum Einsatz. Eine Trägerscheibe kommt auf das Glaspuzzle zum Stabilisieren. Und dann heißt es warten. Sieht gut aus. Ein paar Stunden und dann ist der Kleber ausgehärtet und dann wird der überschüssige Kleber halt gereinigt. Ursula Rotfuß vom Team der Derix Geschäftsleitung schaut vorbei. Bevor sie gleich das Fenster vor Licht begutachten wird, muss noch der überschüssige Kleber entfernt werden. Alle sind etwas nervös, ob es wohl auch so aussieht, wie der Kunde sich das wünscht. Man hat einen Entwurf, man hat das Material, man hat eine Kombination und man sieht am Entwurf, dass es sehr eigenwillig sein wird. Aber ich bin gespannt, ob es der Kunde voraussieht. Das ist ja unser Problem. Wenn der Kunde sich nicht vorstellen kann, dann wird es schwierig. Er hat ja bestimmt, wie viele Muster hat er gekriegt? Sechs. Mhm. Sechs Muster, aber sehr kleine. Und hat dann von diesen kleinen Mustern auch auf diese Größe das Ganze übertragen, also sein Designbüro. Und das wird schon für ihn, ich denke, die werden schon ein bisschen schlucken. Ja. Es kommt tatsächlich noch ganz anders, als alle denken. Spritztag für Ritzi. Heißt, das Kirchenfenster von James Ritzi bekommt eine neue Farbe. Nicht mit Pinsel und Palette, sondern per Airbrush, also mit Spritztechnik. Es geht um Blau. Zuvor müssen Roman und Jesse die Scheiben mit Folie präparieren, damit wirklich nur die Teile blau werden, die auch blau werden sollen. Die 2307, die 2027B, die 5053. Warte. Die 2307. Haben wir noch ein Glas da? Ein bisschen durcheinander. Das ist die Hintergrundfarbe. Und dieser Schatten von dem Stern, der wird zuerst gespritzt und als zweite Stufe kommt der ganze Hintergrund nochmal auf die Farbe und dadurch wird dieser dunkle Ton entstehen. Was aber noch fehlt, ist die 2307, ein besonderes Blau. Das wird nicht reichen. Kannst du was anmischen, ganz schnell? Ja. Jesse mischt nebenan im kleinen Labor ein hochgiftiges, aber wunderschönes Himmelblau. Und sie hat also ihre eigenen Methoden, wie alle Derix-Mitarbeiter. Die hier ist typisch Jesse. Oh nein, das wird nicht richtig sauber gemacht und es riecht nach Gurken.
Sie mischt Pigmente mit Terpentin in einem Gurkenglas. Das Rezept hat sie im Gefühl. Da muss man dann ein bisschen gucken. Das Verhältnis macht so immer so ungefähr so ein bisschen weniger als Pulver drin ist. Damit es schneller geht, haben wir so einen coolen Akkuschrauber. Und damit macht sie aus diesem blauen Brei Farbe. Viele, viele Leute hier sind Perfektionisten. Weil du kannst bei uns in der Arbeit kann man nicht sagen, so ja, ich lasse das jetzt so oder ach, ist mir jetzt egal. Dann ist da halt so ein kleiner Fleck, das geht halt nicht. Und dann ist das auch ganz gut, wenn man so ein bisschen sozusagen die Leidenschaft fürs Perfekte hat. Sind Sie auch Perfektionist? So ein bisschen, ja. Also, es kommt drauf an. Aber mich stören kleine Dinge dann auch. Irgendwie, wenn zum Beispiel beim Scheibenputzen, da ist dann so ein kleiner Fleck, der würde wahrscheinlich nicht auffallen, aber ich muss es wegmachen, weil es mich einfach stört. Jessie arbeitet gerade einmal seit einem Jahr bei Derix. Aber sie brennt schon für diese Arbeit, für die Firma. Also ich wollte was Handwerkliches und was Abwechslungsreiches. So büromäßig kann ich überhaupt nicht. Und das ist so richtig schön abwechselnd. Du hast immer wieder was Neues. Du arbeitest mal mit Künstlern zusammen oder auch, wenn du hast ein Projekt und du musst dir selbst überlegen, wie mache ich das jetzt? Und du stehst dann selbst vor so Problemen, die du dann hast und dann musst du so eine Lösung finden. Ich mag das irgendwie. Das Farbespritzen ist eine hohe Kunst. Man muss es Schritt für Schritt logistisch organisieren. Denn was einmal gebrannt ist im Ofen, geht ja nie wieder ab. Darum spritzt man auch eine Farbe Schicht für Schicht. Damit nichts durcheinander gerät, assistiert Jessie ihrem Kollegen in der Spritzkabine. Jessie sagt ihm genau nach Vorlage an, welche Motive und Muster er kolorieren muss. So, jetzt brauchen wir die andere Farbe. Wo sind wir jetzt? Das wird alles dunkel, ne? Kannst du mal schauen? Ohne Jessie wäre der Kollege hier aufgeschmissen. Das Ritzi-Fenster ist so kleinteilig. Das wird dunkel, ne? Vier Augen sehen einfach besser als zwei. Derix schafft immer wieder große Kunst von großen Künstlern. Markus Lüpperts ist einer von ihnen. Ich komme vom Malen, infolgedessen komme ich vom Licht und deswegen ist mir das Glas näher. Für mich ist es einfach gefangenes Licht, gefangene Farbe, die leuchtet. Und die in den Händen der Leute, die da arbeiten, dann eben zu dem werden, was ich mir vorgestellt habe in den Zeichnungen. Nicht? Also beim Glas sucht man ja gemeinsam aus, nicht? Und dann bringt man die Arbeit zum Leuchten. Lüpperts, der Maler und Bildhauer, hat bei Derix seine ersten Arbeiten in Glas realisiert. Kirchenfenster. Ich meine, dass wenn Derix sympathisch sind, das ist was ganz anderes. Aber grundsätzlich bin ich auf die Leute angewiesen, die dort arbeiten. Nicht? Dass die also das respektieren, was man macht und das Gefühl dafür haben und dann eben auch sich einsetzen und dann eben alles geben. So wie Markus Lüpperts hat auch der deutsche Künstler Imi Knöbel über Derix zur Glaskunst gefunden. Knöbel hat Fenster für die Kathedrale von Reims gefertigt und Derix hat sie gemacht. Taunusstein ist Max Uhlig mal wieder zu Besuch. Die weißen Fenster sind fertig und im Turm bei Derix aufgebaut. Auch sie sind gedacht für die Johanneskirche in Magdeburg. Mit dabei Rami Schulz, der nahezu jeden Schritt des Malers bei Derix plant.
und Ulichs Frau. Ich bin der Co-Pilot. Ja. Ja, und dann bin ich auch sehr stolz eigentlich, dass ich dann halt auch sagen kann, ich bin der Personal Assistant von Herrn Ulig, ist natürlich auch was Tolles, ja. Einfach mal das mal so zu sagen auch, also wer hat das schon, ja, so über so einen langen Zeitraum auch mit so einem tollen Künstler zusammenzuarbeiten, und das ist das, was dann für mich sehr wichtig ist, ja. Das sind dann unsere Fenster, die dann da strahlen, ja, in dem Gebäude. Bei Deriks tun sie alles für den Künstler. Die Mitarbeiter bleiben stets dezent im Hintergrund. Dabei sind sie doch selbst auch Künstler. Rami Schulz in Wiesbaden in seinem kleinen Atelier. Dann mal einfach dann irgendwann eingesunken bin in meiner Arbeit. Und dann nach Stunden bin ich dann überrascht, dass draußen so eine Stadt ist. Weil ich ja nicht spreche, wenn ich alleine bin. Ich telefoniere auch nicht, ich mache mein Handy immer aus. Und meistens die Fenster zu, damit die Nachbarn mich nicht ansprechen. Das heißt nicht, dass ich scheu bin, sondern einfach nur, dass ich dann halt auch nicht gestört werden möchte. Weil das sind ja immer Unterhaltungen, ja. Hin und wieder macht Rami Schulz eine Ausstellung. Regelmäßig verkauft er auch seine Arbeiten. Viele sagen dann auch, wenn sie meine Bilder sehen, man sieht, dass du Glasmaler bist. Sieht man, das ist aber, glaube ich, so ein bisschen transportiert über die Sache, dass es eine Verschmelzung gibt. Und dass die Leute in der Glasmalerei, also die das natürlich wissen, ist, dass ja die Glasschmelzfarben, die Emailfarben ja gebrannt werden bei 600 Grad und die im Ofen ja verschmelzen, auf das Glas aufschmelzen. Ja? Und das ist natürlich das, was hier eigentlich ja auch passiert. Künstler arbeiten für Künstler. Bei Deriks hat dieses Prinzip Tradition. Derweil im Atelier in Taunusstein. Roland Prahl verstaut die Pariser Fenster für den Transport. Es geht in die Bretagne, 1000 Kilometer entfernt. Zu dem Tischler, der die Fensterrahmen für die Scheiben baut. Zwischenstopp in Maison Salfort, einem Vorort von Paris. Hier hat der Glasmalermeister vor einiger Zeit in dieser Kirche Fenster eingebaut. Der Pfarrer erinnert sich sogar noch. Ich habe sie schon mal gesehen. Wir haben hier die Kirchenfenster eingesetzt. Ja, stimmt, ja. Die kleine Sandsteinkirche Saint-Remy ist ein wahres Schmuckstück. Die Fenster hat Kim En-jung gestaltet, ein koreanischer Priester und Künstler. Ist auch immer ganz spannend, dann zu gucken, ist alles in Ordnung, ist nicht vielleicht irgendein Schaden eingetreten, weil die Fenster erhitzen sich sehr stark hier auf der Südseite. Die werden so heiß, dass man sie nicht mehr anfassen kann. Das ist natürlich für das Glas auch ein bisschen gefährlich. Ein Kirchenschiff mit leuchtenden Bullaugen gen Himmel. Kilometer weiter. Saint-Laurent-de-la-Plaine, ein Dörfchen in der Westbretagne. Die Firma Perrault baut hier für die Pariser Fenster die Rahmen. Und die werden jetzt in die Tischlerei gebracht, um zu sehen, ob auch alle 56 Scheiben den Transport unbeschadet überstanden haben. Sehr schön, Ziel erreicht. Von wegen. Denn die Auslieferung der Gläser wird zu einem ungewöhnlichen Kontrollmarathon.
Noch ahnt Roland Prahl nicht, was gleich auf ihn zukommt. Das sind unsere Fenster offensichtlich. Also die Rahmen. Können wir schon mal eins reinlegen, ob es passt. Naja, erstmal begutachten die Rahmenbauer Stück für Stück die einzelnen Scheiben. Und da sehen die Experten für Holz plötzlich Fehler im Glas. Mit diesem hier haben wir ein Problem. Nein, das ist kein Problem. Das ist mundgeblasenes Glas. Der Kunde hat sich bei uns im Studio alles genau angesehen. Sie haben das also genau geprüft, John? Ja. Na, wir werden sehen. Das wird kein Problem sein. Sie müssen nur schauen, ob es Schäden an den Ecken gibt. Das Glas ist okay. Wir werden das trotzdem festhalten. Sie brauchen das nicht. Wenn es kein Problem ist, umso besser. Sie werden auch kleine Kratzer finden, aber das ist normal bei mundgeblasenem Glas. Ja, wirklich? Der Kunde und sein Architekt wissen das. Sie wollen ja genau dieses Glas. Die Fensterbauer beanstanden tatsächlich Bläschen im mundgeblasenen Glas. Dabei stehen Bläschen gerade für die hohe Qualität dieses Glases. Stunde um Stunde vergeht. Die Peru-Leute schreiben Protokolle. Dann endlich kommen die Scheiben in die Rahmen. Und schon wieder finden die Rahmenbauer ein Haar in der Suppe. Ja, die gucken tatsächlich nach halben Millimetern offensichtlich. Also hier mit Abstand und so weiter. Und hier ist ein bisschen mehr. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Die Sachen sind ja nahezu perfekt. Ist natürlich Handarbeit im Endeffekt. Ne? Wir haben natürlich Fertigungstoleranzen von 1 Millimeter oder vielleicht auch 2. Aber das ist bei der Planung berücksichtigt worden. Und die müssten passen. Also wenn die jetzt nicht reinpassen, würde ich auch erstmal den Rahmen prüfen, ob der stimmt. Langsam verliert Roland Prahl die Geduld. Denn die Fensterbauer geben sich überkritisch. Es ist schön. Ja. Gut gemacht. Am Ende ist dann doch alles gut. Schnell zurück nach Taunusstein. Dort ist Jessie mit einer Kollegin noch immer mit einem der beiden Ritzi-Fenster beschäftigt. Fällt einem auch mal was aus der Hand oder irgendwie kann auch was kaputt gehen? Kann auf jeden Fall. Sollte aber nicht. Also mir ist bis jetzt eigentlich nur einmal was hingefallen, was wirklich kaputt war. Das war aber auch nicht tragisch. Das war ganz am Anfang. Das war nur so ein kleines Probestück. Das war nicht wirklich schlimm. Aber so große Scheiben gehen eigentlich sehr, sehr selten kaputt. Noch Wochen wird sie mit dem Fenster zubringen, bis es endlich in der Kreuzeskirche in Essen eingebaut werden kann. Nebenan arbeitet eine junge Kollegin von Jessie, auch eine Auszubildende, an einem der Fenster von Max Uhlig. Sie verbleit die einzelnen Teile, setzt die Bleiruten nach Schablone, genauso wie der Künstler es will, klebt und verlötet sie. Wie wirken diese gigantischen Fenster wohl, von denen wir immer nur kleine Teile sehen? Auf nach Magdeburg also, in die Kirche St. Johannes. Mit einem Abstecher nach Dresden. Hier lebt und arbeitet Max Uhlig, 79 Jahre alt. Kommen Sie bitte hier rein. Uhligs Kunst ist einzigartig. Mit großen, kraftvollen Gesten malt er Menschen und Landschaften. Er übersetzt die Welt in dichte Geflechte aus Strichen. Die Kirchenfenster von Derix gehen auf ein sehr konkretes Erlebnis in der Provence zurück. Für mich war die große Entdeckung bei den ersten Spaziergängen 1992 im Frühjahr mit meiner Frau zwischen den Weinfeldern in dem Hügelland, diese Stöcke zu erleben, ohne Laub, beschnitten, mit dieser Kraft. Ja. Und diese Formen, das hat mich fasziniert. Das hat mir damals richtig für ein Thema ein Fenster aufgestoßen.
20 Jahre später die Weinstöcke in der Magdeburger Johanneskirche. Die Sonne der Provence gebannt in das Glas von Derix. Max Ulichs größte Arbeit. Und auch sein Vermächtnis. Derix' Kunst ist überall auf der Welt. Und in Paris ist ein Appartement an der Champs-Élysées bald um ein Derix' Kunstwerk reicher. Nun wird sich zeigen, ob die Pariser Fenster von Roland Prahl tatsächlich passen. Ob sie nicht vielleicht doch zu kühn sind, wie Ursula Rotfuß befürchtet hatte. Wie immer vollendet das Licht den Charme der Derix' Kunst. So elegant und zugleich modern können handgefertigte Fenster aussehen. Die Pariser Fenster sind eingebaut. Die Rizzi-Fenster sind auch schon unterwegs nach Essen in ihre Kirche. Da kündigt sich bei Derix in Taunusstein hoher Besuch an. Von einem Prinzipal der deutschen Glaskunst. Zuvor muss Bärbel Gottschling Jahandust noch einiges vorbereiten. Glas ätzen. Sie erzeugt einen Farbverlauf von dunkel nach hell mit kleinen Wellen von Flusssäure, stundenlang. Es ist ein Trick für diese Kunst hier, eine Technik extra entwickelt für diese Kirchenfenster von Johannes Schreiter. Habe ich ganz vergessen, hier zu sagen, hervorragend. Das hast du ja inzwischen gemacht. Schreiter ist 86 Jahre alt. Glaskunst macht er bei Derix seit über 50 Jahren. Wir müssen mal gucken. Schwieriger Ton. Es müsste ja ein ätzbarer sein, nicht? Ja, es müsste ein ätzbarer sein. Wir müssen mal gucken. Und ich hole mal aus der Malerei dann mal Farbproben. Johannes Schreiter ist der hessische Glaskünstler schlechthin. Willst du es so hell? Nee, das finde ich im Weiß ganz gut. Ja, ja, doch. Hier habe ich eine künstlerische Heimat. Das will viel heißen. Also da gehöre ich hin. Da steckt auch ein Teil meiner Wurzeln. Wenn ich mal ein paar Wochen hier nichts zu tun habe, dann packt mich die Sehnsucht. Nicht? Wenn ich noch mal zu leben hätte, ich würde es genau wieder so machen. Es ist, als seien sie infiziert von einem Virus namens Glaskunst. Wir leben für das Glas, für die Glaskunst. Die Freude, was es uns auch bereitet, die Ergebnisse, die wir sehen und dass es viel Arbeit ist. Natürlich, das ist normal, aber dafür leben wir auch. Wir leben auch für unsere Mitarbeiter. War auch eben der Weg, dass es auch weitergeht. 150 Jahre, machen wir nochmal 150 Jahre drauf, dann ist alles gut. Seit 150 Jahren malen sie mit Farbe und Licht. Überall auf der Welt. Sie selbst bleiben dabei stets im Schatten der großen Kunst. Genau das ist das Geheimnis der Derix Glasstudios in Taunusstein.